Köln. Abschlepper Michael Schneider hat einen Auftrag vom Ordnungsamt reinbekommen. Ein Falschparker blockiert einen Gehweg im Stadtteil Weidenpesch. Wow, jetzt hier eine Brücke, die ist sehr flach, die ist mit 340 ausgeschildert. Da müssen wir in der Mitte fahren, damit wir hier durchkommen. Sonst würden wir mit unserem Kran hängen bleiben. Und das wollen wir ja nicht. Wir haben hier viele Brücken, die sehr flach sind, wo wir, wenn wir nicht geladen haben, in der Mitte drunter herkommen. Und wenn wir geladen haben, gar nicht mehr drunter herkommen, weil wir dann einfach zu hoch sind. Die müssen wir dann halt umfahren. Wir haben viele, in Köln gibt es viele enge Straßen, da muss man schon fahren können oder vorsichtig mal fahren und viel gucken, dass man andere Autos, die geparkt sind am Straßenrand, nicht mal den Spiegel abfährt oder beim um die Kurve fahren, die schneidet und rammt. So, biegen wir jetzt hier links ab und dann müssten wir jetzt auf der rechten Seite die Kollegen vom Ordnungsamt schon sehen können. Ah, hier haben wir das Problem, mit einer vom Gehweg geparkt. Vom Gehweg musste 5 Meter Abstand haben, damit man das einsehen kann, wenn da einer über die Straße will. Hier ist das Problem, er steht zu nah am Fußgängerüberweg und da muss er weg. Weil wenn jetzt Kinder kommen würden, die würde man als Autofahrer hier nicht sehen und die Kinder würden hinter dem Auto verschwinden und wären dann natürlich in einem Gefahrenbereich. Hinter der Frontscheibe des Falschparkers liegt ein Parkausweis für Behinderte. Auch mit einem Behindertenausweis hast du kein Recht, falsch zu parken. Und auch das kleine Auto kann eine große Wirkung haben. In der richtigen Situation oder in der falschen Situation, so wie jetzt. Auf der Straße stoppt ein Auto. Er kommt wahrscheinlich jetzt, weil wir hier auf der Straße stehen, kommt er mit seinem PKW an uns nicht vorbei. Weil wir die Straße mit unserem großen Auto natürlich jetzt gerade zumachen. Kommt er vor uns nicht vorbei und muss dann auch warten, bis wir weg sind. Aber ganz oft hast du, dass die Leute anfangen zu hupen. Und dann, ja, wie lange dauert das denn noch? Wie lange braucht er? Ich muss durch, ich habe keine Zeit. Ja, also in der Regel wird oft gehupt. Die Leute parken alle irgendwo mal falsch. Ob der jetzt behindert ist oder nicht, das ist ja. Den Fehler kann jeder mal machen und hier war es halt ein dummer Fehler vom Fußgängerüberweg zu parken. Ne? Nach 4 Minuten ist der falsch geparkte Wagen aufgeladen. Wir fahren das Auto jetzt bei uns am Hof, stellen ihn bei uns aufs Gelände ab und der Besitzer oder die Besitzerin kann das Auto bei uns dann wieder auslösen kommen, in unserer Disposition. Ja, und kann dann mit dem Auto wieder vom Hof fahren. Für Falschparker mit Behindertenausweis ist das oft besonders ärgerlich. Die Leute haben ja irgendwie eine körperliche Einschränkung und die müssen jetzt gucken, wie sie halt jetzt zu uns in die Firma kommen. Ne? Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist für die Leute dann immer schwer. Die müssen sich zu ihren Abschleppkosten dann auch immer noch das Taxi leisten, ne? Um dann von der Stelle, wo sie falsch geparkt haben, um zu uns hier auf den Platz zu kommen. Es sei denn, die waren irgendwo bei Bekannten oder Verwandten, dann kann sein, dass die sich dann auch natürlich fahren lassen. Reine Abschleppkosten sind aber ungefähr bei 140 Euro. Da kommt dann auch Unterstellgebühr bei, je nachdem wie lange man steht, wird das natürlich immer mehr. Und über den Postweg bekommen die Leute dann immer noch die Gebühren von der Stadt.
Michael Schneider ist bereit für seinen nächsten Auftrag. Nach 10 Minuten meldet sich die Zentrale. Bologna für die 106. Die 106 hört, komm. Für die Stadt Salzparker auf der. Ja, die 106 verstanden, bin unterwegs. Dann, wo wir jetzt aktuell hinfahren, da haben wir viel mit LKW-Ladezonen zu tun, die von morgens bis zum frühen Mittagabend eigentlich ausschließlich für LKWs da sind, die für die Läden auf der Straße anliefern. Wird aber gerne immer mal wieder in Anspruch genommen von PKW-Fahrern. Nach 6 Kilometern meldet sich Michael Schneiders Kollege erneut über Funk. Die 106 hört. Eine Anfahrt. Ja, die 106 verstanden, bekommen eine Anfahrt. Wir kriegen jetzt wieder hier auf der eine Anfahrt. Das ist natürlich eine sehr belebte Straße. Und da passiert das schon mal schneller, weil die Leute da oft zum Arzt rein, in der Apotheke, mal eben schnell was erledigen und sind dann oftmals vor uns wieder da. Und dann kriegen wir halt unsere Anfahrt. Die Mitarbeiter des Kölner Ordnungsamtes warten vor Ort. So, jetzt sind wir angekommen. Der falsch geparkte ist schon weg. Wir holen uns eben die Papiere, eine Unterschrift und sind dann auch schon wieder frei. Moin. Wenn ihr das bar habt, die 91,63 Euro, könnt ihr auch bar zahlen. 91,63. Die Falschparkerin hat auf Michael Schneider gewartet. Da sie rechtzeitig zurück war, muss sie die 150 Euro Abschleppkosten nicht zahlen, nur seine Anfahrt. Ja, ich mach dir eben die Rechnung fertig, komme ich sofort wieder, ne? Also die Leute zahlen meist ihre Rechnungen im Gesamten über die Stadt. Die wenigsten zahlen bei uns unsere Dienstleistungen vor Ort bar. Die Dame möchte jetzt die Anfahrt bei mir, was ihr gutes Recht ist, bar schon bezahlen. Das machen wir jetzt, dann füllen wir jetzt eben die Papiere aus und dann kriegt sie von mir eine Rechnung, hat sie bei mir schon bar bezahlt hat, die Anfahrt. Dann bekommt sie auf dem Postweg nur die Sachen von der Stadt. Wer mag denn unterschreiben? Also eigentlich ist es egal, sagen wir so. Dann bekomme ich ein Autogramm hier unten auf der Linie von Ihnen. Dankeschön, kriegen Sie sofort einen Durchschlag. Trotzdem schönen Tag noch. Danke, tschüss. Damit ist die Sache für Michael Schneider erledigt. Ja, die 106 frei, Anfahrt bar kassiert. Bin wieder frei.